Hi liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Far Cry New Dawn. Wir sind gerade auf dem Weg zum Kohlebergwerk. Aber wo stehe ich denn jetzt gerade vor? Okay, Fleisch vor. Ach so, hier waren wir, genau, hier haben wir den Hund gerettet. Stimmt. Einen kleinen Wuffi. Und dann gehen wir mal zum Kohlebergwerk und retten mal unseren Kumpan hier. Den Herrn Rush. Mom tut ihr Bestes, aber sie kann Prosperity nicht allein aufbauen. Wir müssen ihr zur Seite stehen. Ja, nein, ist aber schwierig, ne? Wie komische Viecher, was machen wir alle für Geräusche, ey. Was zum... Was? Wer schießt da jetzt auf uns? Sorry, ich wollte dich nicht killen. Ja, die schießt auf mich, also. Kann ich extra. Und, ja, die wollte ich jetzt nicht töten. Hatte ich nicht vor. Jetzt hat er sich mal einen Rossen gewählt. Was zieht denn da? Ich soll irgendwo ein Scharfschütze. Oder nicht? Oder sah das jetzt nur so aus wie so ein. Da ist wieder einer. Ein Scharfschütze. Ach doch, Scharfschütze. Ich will... Nein. Total dumm. Ich hab jetzt... Guck mal da. Leer, leer. Das ist euch Schlagwaffen, oder? Joiden war vorher viel mehr unterwegs. Aber seit die Zwillinge aufgetaucht sind. Ja. Kann man mal gebrauchen. Joiden. Ja, ein paar Jährchen her. Dafür muss ich meinem Schutzengel danken. Okay, das sieht irgendwie komisch aus. Deep North. Warte, was er war. Okay. Oh, mal okay, jemand hier. Da steht schon manchmal. Boom. Da oben sehe ich jetzt keinen, aber auf dem Turm muss bestimmt noch einer stehen. Sieht Luft aus. Sieht Luft aus. Sieht leer aus. Ballern wir uns durch oder machen wir mal. Ach komm, scheißegal, komm, wir ballern uns durch. Jetzt alle auf den Sack. Ich
Ich auch. Genau, die treffen einen aber auch immer, ne? Was noch einer? Wow, wow, okay, das ist echt ein Ding. Ey. Okay. Ich bin auf jeden Fall kein Scharfschütze. Samar ist doch ein Witz. Wahrscheinlich der lustigste Scharfschütze, den es gibt. Und er lebt einfach noch. Was so? Wir treffen einen irgendwie mal. So, schon wieder. Weiß was. Lü, wo ist den Typen jetzt hier gerade gemacht? Ne, ob da Licht hier. Was seid ihr für komische Viecher? Dass sie Besuch kriegen. Mit so einem dämlichen Baum hier. Ja, toll. Egal, komm. Schade. Also, nächstes Mal Merkel. Kein Schatz ist mehr. Bist du schlecht drin? Oh, ich hab die ganzen Leute nicht mehr markiert. Dumm. Guck mal, jetzt nicht mal ein bisschen. Sie haben Rush unter der Erde eingesperrt. Verschaffe dir irgendwie Zutritt und bring ihn nach Hause. Viel Glück, Cap. Ach, das ist gar nicht meiner. Ein Gegner gewesen. Sorry. Entschuldige. Ich will die Waffe haben. Nimm doch die Waffe.
was Brauchbares? Ich nehme Shotgun wie lieber am coolsten. So. Ich mache mal die Shotgun nicht weggetragen, aber wäre jetzt viel einfacher gewesen. Schlüssel benötigt, ja. Ein Blutgebiet. Soll ich einen Schlüssel suchen hier? Oh, bedenkt. Soll ich irgendeinen Typ dabei haben? Ich kann ihn nur suchen, aber der ist nicht weg. Okay, ich bin dabei. Da kommt er noch. Schlüssel, cool. Hey, Typ war hier. Genau wie das erste Level. Also gehen wir hier. Ja, genau wie das erste Level. Ich gehe da drüben hin. Mach das. Oh mein Gott, ich dachte, du wärst tot. Ich hätte wissen müssen, dass du es schaffst. Und du kommst wegen mir zurück? Ja. Du bist verrückt. Du kommst wegen mir zurück. Wir müssen weg. Sofort. Schaff mal wohl. Da sind wir wieder hier. Stimmt, ich hab da Level ja schon mal gemacht im letzten Video. Ich hab's ja nicht gespeichert. Bring ich uns hier raus. Ja, komm. Einfach mal. Wow, 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 wow. Okay, tschüss. Ich mach das mal einen Mega-Jump. Die sind an uns dran. Wo denn? Direkt hinter uns. Die sind hinter uns. Ich bin noch dabei. So, tschüss. Tschüss. Die Feinde direkt hinter uns. Die kommt von rechts. Die sind da rechts.
Tschüss. Rechts, wo denn? Auf der rechten Seite! Da. Oh, der kommt nicht da. Ja, das war natürlich ein cooler Griff. Schild aber wo denn? Boom. Ja, wer war einer? Was machen die denn da für einen Blödsinn? Jetzt aber auch nie. Also so ein Moped und so ein Ding hinten drauf ist nicht ganz so schnell. Und die Abhängigkeit nicht macht, der fällt ein! Ja, der fällt ein, der ist auch nach Spaß, oder? Tschüss. Er lebt sogar noch. Der ist so ein Bug. Liegt und springt auf und rennt. Also. Von einer Sekunde. Oh nein! Was sie da hält. Okay. Ich wundere mich, wenn jetzt noch ein Heli kommt. Mein Bein ist im Arsch. Ich kann nicht fahren. Du weißt, wo wir hinwollen. Den Rest des Weges musst du fahren. Dafür ist dein Bein im Arsch jetzt, läufst du aber ganz schön gut. Du triffst nichts. Der war jetzt richtig geheizt. Der Schlaf, da wird in diese fahren müssen. Okay, warte mal, wir machen mal einen Kater an. Das ist ein Tape. Da. Nein, halt. So. Okay. Wie geht denn Handbremse? Das greift. Ich mach das weg. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da lebend rauskomme. Danke. Kannst du was sehen? Du wirst nicht glauben, was ich gesehen habe. Eines Nachts wurde das Bergwerk von Leuten angegriffen, die aussahen, als kämen sie direkt aus der Steinzeit. Haben mit Pfeil und Bogen gegen Schrotflinten gekämpft. Von Schüssen ließen sie sich nicht aufhalten. Ich glaube nicht an Zauberei oder Magie, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Diese Leute hatten irgendwas, was ich nicht erklären kann. Ninjas. Wenn du herausfinden kannst, was ihr Geheimnis ist, haben wir vielleicht eine Chance, Zwillinge. Durchatmen. Ninjas. Mom! Oh, langsam, ganz ruhig. Oh Gott, Rush, die haben dich aber ganz schön zugerichtet. Es geht schon. In ein, zwei Tagen bin ich fit. Hab ich richtig gehört? Du bist Thomas Rush? Und du musst Carminas Mom sein. Sie hat mir viel von dir erzählt. Deine Tochter ist wirklich zäh. Das kannst du laut sagen. Carmina, hol den Alkohol. Okay, dann schauen wir uns die Wunde an. Vorsichtig. Was denn eine Wunde? Du musst mein Hüftgelenk einrenken. So.
Nur du bist übrig? Ja. Tut mir leid, kann mir kaum vorstellen, wie du dich fühlst. Verantwortlich. Die Zwillinge können einem jede Hoffnung rauben. Deshalb brauchen wir deine Hilfe. Jetzt werde ich euch nicht mehr viel nützen. Es besteht noch Hoffnung, Rush. Wir bauen das hier auf und befestigen es, wie wir es geplant hatten. So leicht ist das nicht. Wir hatten Spezialisten, Experten. Aber du hast auch klein angefangen. Also genau wie wir. Du hast es schon mal geschafft. Zeig uns wie. Wir werden mehr Leute brauchen. Sie müssen bereit sein zu lernen. Und zwar schnell. Alles klar. Okay, jetzt das Gelenk. Bereit? Ja. Das ist immer eklig. Los. Ach, das ist aber sowas, echt fies. Also Knochen. Ah, die Gelenke einrenken und. Also gut. Fangen wir an. Wow, hey, warte. Wie wär's mit ausruhen? Gute Idee. Hallo. Selbstgebauter Seitenwagen. Cool. So. Ich hätte diese Freaks mit dir oder ohne dich bekämpft. Ganz recht. Man kann hin. Ja, komm. Ach, komm schon. Was ist da nun los hier? Bitte warten, ja, was denn? Besseres Wetter? Oh, was ist denn jetzt los? Hallo, Sir. Prosperity muss aufrüsten, wenn es überleben soll. Richtigen Leuten und der richtigen Einstellung. Noch ein Spezialist etwas Besonderes werden. Noch drei Ausstattungsverbesserungen. Okay, Loki. So. Das könnte man noch mal tun hier. Was ist denn das hier? Thomas Russ, Storm Mission. Ja, komm, was toll. Wenn wir es richtig angehen, haben wir im Handumdrehen einen Ort, den wir zu Hause nennen. Was gibt's denn in unserem Sinne näher? Was? Komm, wir das mal annehmen. So, Waffen, bisschen Waffen. Der hat noch nicht. Gut, dass du auf unserer Seite bist. Wir haben vor längerem schon mal versucht, Vorräte mit einem Güterzug hierher zu bringen. Das Ding fiel auf der Brücke auseinander. Die meisten Leute sind zu feige, um da hochzuklettern, aber da müsste noch gutes Zeug rumliegen. Perfekto. Ja, okay. Das ist ja mal ein bisschen zu weit. Werkstatt. Ist da hinten? Haben wir hier für einen Laden? Kartografie. Okidoki. Infokarten. Nee, die spare ich mir. Aber was ist denn mit Waffen?
Heilkräutergarten. Sprengstoff, Expedition. Da hinten ist Waffen. Mein Gott. Ah. Was ist das? Segelwerfer. Die ganzen Mega-Move-Waffen. Toll, zwei. Achso, ah, die kann ich hier herstellen. Cool, ein Bogen. Mission voll. Okay, Spezialmission. Wie kann ich die ja verbessern? Bereit, wenn du es bist. 150 pro, okay, moin. Was ist das hier? Krankenstation verbessern, auch 150. Ne, wir machen erstmal Rettung. Nö, naja, so liebe Leute, ich würde mal sagen, ich beende hier mal das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn es gefallen hat. Würde mich freuen. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, ganz wichtig. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss mit Öl. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like oder einen Kommentar da. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.